Mal kurz gucken. Nein, da haben wir nur unsere normalen Sachen. Gut, das heißt, ich kann zum Equipment rüber switchen und den Hartstahlring anlegen. So. Dann geht es jetzt erst einmal in den Feuerbandschrein. Nee, der bringt uns nichts. Wir wollen zur Tochter des Chaos erst einmal wechseln. Genau. Jetzt machen wir nämlich endlich den kleinen Abstecher in das neue Gebiet, in das optionale Gebiet, was ich euch damals gezeigt habe. Ah, kurz hier rasten. Sicher ist sicher, dass wir 10 Flakons kriegen. So, dankeschön. Dann wechsle ich gleich schon mal auf den Rostring. Gut. Dämonenruinen lassen wir links liegen, beziehungsweise rechts, und machen uns auf den Weg zurück in die Schandstadt. Von der Schandstadt kommen wir in die große Leere. Dum dum di dai, di dum di dai. Dum dai dum. Ja, durch Quelaks riesige Kampfarena. Das ist, glaube ich, sogar eine der größten Kampfarenen im ganzen Spiel, was ich immer wieder bemerkt habe. Hier habe ich auch immer dann Waffenexperimente gemacht, weil ich so viel Platz hatte. Also viele machen ihre Waffentests, wie man auch in Videos auf YouTube sehen kann, gerne unten in der alten Kirche, da wo André der Schmied ist. Also da, wo man den ersten Titanit-Dämon besiegt hat. Aber ich habe meine Schwertests gerne hier gemacht. Oder meine Waffentests im Allgemeinen. Und bin zu der Erkenntnis gekommen, Bastardschwert ist immer noch am besten. So, hier runter. Und weil wir die Pyromantieflamme abgegradet haben, stehen wir erst bei der Giftbrühe. Müsste eigentlich hier ein NPC irgendwo aufgetaucht sein, ein neuer. Erstmal Fliegen wegschießen. Das war zu niedrig. Das war daneben. Hey. So, die eine ist weg. Und die zweite auch. Gut, damit haben wir schon mal Ruhe vor denen. Werde ich mich hier in Ruhe mal umgucke. Ah, da kommt noch eine. Ups, jetzt haben wir den Dicken angelockt. Ja, geh ruhig zurück. Ich töte die Fliege währenddessen. So. Kommt noch was? Ja, es kommt noch eine Fliege. Die respawnen da nämlich, glaube ich, bis zu 10 Stück. Kommt noch eine? Ja, es kommt noch eine. Ja, Leute, ich will mich hier erstmal in Ruhe umgucken. Normalerweise, weil wir jetzt die Pyromantieflamme auf plus 10 abgegradet haben, müsste hier jetzt jemand aufgetaucht sein auf eine der Sumpfinseln. Aber ich kann mich dann, will mich da nicht umgucken. Nein, dich will ich auch nicht. Will ich kuscheln, geh weg. Genau, geh wieder brav zurück. Die Fliegen scheinen jetzt nicht mehr zu respawnen. Okay. Dann schauen wir uns mal hier in Ruhe jetzt um. Weg mit dir. Tja, Shiva steht nicht mehr hier, glaube ich. Nein. Weil wir aus dem Covenant ausgetreten sind.
weg mit dir. Und ich glaube, das liegt wirklich daran, dass wir die Pyromantieflamme nicht dabei haben. Denn soweit ich weiß, müsste... Nein, nicht du. Die Person, die wir suchen, hier auf der Insel auftauchen. Oder war sie hier oben? Auf jeden Fall, Shiva ist weg, weil wir den Covenant aufgelöst haben. Und da unten ist nur so ein Flammenviech. Hier ist auch niemand. Nehmen wir mal eine Abkürzung. So. Wir haben ja genug Flakons. Und schauen uns einfach auf dem Weg in die große Leere genauer um. Oder gehen einfach mal hier rein. Holen kurz die Flamme aus der bodenlosen Kiste raus. Soweit ich weiß, reicht es, wenn die Flamme auf plus 10 ist. So. Da müsste hier jemand auftauchen. So. Weg mit dir. Weg mit dir. Auf irgendeiner der Inseln hier normalerweise müsste dann jemand auftauchen. Bingo, da ist sie ja. So, werden wir von Fliegen verfolgt? Nö. Okay, ich habe das Zeug hier drin. Dann kann ich mal kurz schlucken. Gerade keine Fliegen, die nerven. Hallo. A mere undead. Yet you can see me. Fascinating. I am Quelana of Izalith. I am not often revealed to walkers of flesh. You have a gift. Are you too one who seeks my pyromancy, like Saloman? Saloman war der Vater der Pyromantie, also der, der im großen Sumpf die Pyromantie verbreitet hat. Yes, of course. It should be expected. Very well. You shall be my pupil. But to pursue my pyromancy, you must give something up. Are you prepared to do this? Ja, okay, wir können bei ihr die Ausrüstung umwandeln. Also wir können bei ihr die Pyromantieflamme auf plus 15 verstärken und sie dann in eine mächtigere Version verstärken, wenn wir sie auf plus 15 haben. Und wir können Gegenstände kaufen. Ja, Feuerkugel, Feuerball, also die ganz großen Sachen. Und tote Harmonie. Damit können wir Hüllen zu Verbündeten machen. Von beiden Geschlechtern benutzbar. Und den kleinen Feuerball, wie süß. Große Verbrennung, Feuerpeitsche, halt die ganzen bösen Sachen. Was hat sie sonst noch zu sagen? I accepted another pupil like yourself, over 200 years ago. There was a man almost as bungling as you. In your world, he was called Saloman, the Master Pyromancer. The little rascal really made something of himself. Ja, genau, der Vater der Pyromantie. Pyromancy is the art of invoking and manipulating fire. But remember one thing. Always fear the flame. Lest you be devoured by it and lose yourself. I would hate to see that happen again. Pyromancy is the art of invoke, but remember. Ja, mehr scheint sie uns nicht zu sagen. Pyromancy is the. But I would hate. No luck. Well, young pupil, you must have patience. Also ja, sie ist aus Izalith. Da müssen wir eh noch auch noch hin, weil wir ja an die Witch of Izalith wollen. Also wir brauchen sozusagen die Seele ihrer Mutter. Da wird sie garantiert nicht sehr begeistert von sein, dass wir ihre Mutter töten. Aber ja, sie ist eine der wenigen verbleibenden Hexen, Töchter des Chaos, die noch nicht so furchtbar mutiert ist. So.
Jetzt aber erstmal ab in Richtung Baum. Wir können ja später noch ein Schwätzchen mit ihr halten, wenn wir ihre Mutter gekillt haben. Mal sehen, was sie dann dazu sagt. So, erst einmal aber weg mit den Blutekeln, die hier im Weg stehen. So. Und dann müssen wir hier hoch. Gut, hier geht es nämlich in die große Leere. Einem der schlimmsten Gebiete. Dum-di-dum-di-dai. Einmal kurz hier runterfallen lassen. Dann stirbt da irgendwas in der Nähe. So, jetzt heile ich mich mal kurz und benutze eine Seele. Eine von den größeren, die wir haben. Seelekrieger dürfte reichen, oder? Reicht das zum Aufsteigen? Nein, reicht gerade nicht. Ich möchte nämlich so wenig Seelen wie möglich in dem Gebiet hier haben. Deswegen nehme ich noch die Seele eines namenlosen Soldaten. So. Gut. Ausdauer auf 25. Das reicht erstmal. Dann gehen wir als nächstes wieder auf Wille, bis der auf 30 ist. Und dann Stärke und Beweglichkeit. So. Zauberei einstimmen. Ah, wir haben schon die Sturzkontrolle drin. Das heißt, wir wechseln mal... Ah, doch, wir wechseln den Bogen, brauchen wir hier nicht. Also wechseln wir zum Elfenbeinbeschleuniger. Weil ab jetzt wird das Ganze ein ziemliches Sprungdebakel. Und ja, man sieht, es geht tief runter. Das heißt, wenn wir nicht aufpassen, bedeutet das unseren Tod. Also ja, hier werde ich den Death-Counter ziemlich hoch treiben wahrscheinlich. Erst einmal will ich an den Loot im Baumstamminneren ran. Bong. Das hat schon mal nicht geklappt. Also müssen wir hier wieder raus, wo man nicht ganz so leicht rauskommt. Und müssen das Ganze nochmal machen. Ja, und ich benutze extra die Sturzkontrolle für sowas. So. Gut. Und genau, Punktlandung. Der Chlorantiering, genau. Das ist die erste Sache von vielen, die wir hier finden können. Das ist nämlich das Graswappenschild in Ringform. Beschleunigt Ausdauererholung. Der Ursprung dieses uralten Rings mit der Applikation einer großen grünen Blüte ist unbekannt. Er beschleunigt die Erholung der Ausdauer. Ja. Genau. Gut. Da drüben haben wir schon den nächsten Gegenstand. Den holen wir uns dann auch gleich mal. So, da müssen wir hier einfach runterfallen. Und dann vorsichtig hier hochgehen. Ein grauer Brocken. Genau, hier sind nämlich von jeder Brockensorte Brocken versteckt. Und da ist noch einer. Da müssen wir aber wieder ein Stück höher. Ja, von jeder Brockensorte gibt es hier zwei Brocken. Das heißt, wir haben den ersten grauen Brocken gefunden. Also fehlen uns noch ein grauer Brocken und jeweils zwei von den anderen. So, einmal kurz hier runter hopsen. Hier müsste nämlich irgendwo der Weg zurück sein. Hoffe ich mal. Ja, hier ist nur der Weg weiter runter. Hallo, ich möchte den Weg nach oben, bitte. Nein, das ist er nicht.
Aber hier geht es weiter runter. An einer Stelle. Man muss wirklich gut aufpassen, dass man alles kriegt. Genau da hinten ist nämlich was. Also müssen wir auf... Oh, nee. Doch, wir müssen hier runter. Also, Sturzkontrolle. So, einmal hier runterhüpfen. Das da oben kriegen wir leider nicht. Aber wir kriegen, glaube ich... hier runterspringen ist falsch. Soweit ich mich noch richtig erinnern kann. Das da unten kriegen wir auf jeden Fall irgendwie. Ich glaube, wir müssen hier runter, genau. Hier runter kommen wir nämlich ans nächste dran. Ein blauer, also wir haben schon mal einen blauen und einen grauen. Einen blauen und einen grauen. Momentchen bitte. Ich mache mir nämlich für das hier gerne eine Strichliste. Also, wir haben... Ach, der Stift geht nicht.